Wir starten durch mit der Amy Digital. Guten Tag zusammen. Ja, in Corona-Zeiten ist alles anders. Das gilt auch für unsere Ausbildungsmesse Amy. Im letzten Jahr musste sie Corona-bedingt komplett ausfallen. In diesem Jahr findet sie statt, erfreulicherweise, und auf eine andere Art und Weise, und zwar digital, wie so vieles in unserem Leben momentan. Ich freue mich aber sehr darüber, dass sie stattfindet, denn immerhin ist sie jetzt mittlerweile seit 10 Jahren ein fester Bestandteil in unserer Region. Und daher gilt zunächst mein Dank allen, die daran beteiligt waren, dem Organisationsteam, aber auch Ihnen, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich wieder beteiligt haben. Und ich hoffe, liebe Schülerinnen und Schüler, dass auch das Interesse bei Ihnen dieses Jahr ungebrochen sein wird und dass am Ende auch alle gemeinsam davon profitieren. Denn wir haben hier eine gute Kontaktmesse, wo die Unternehmen mit den Schülerinnen und Schülern Kontakt aufnehmen können und sich daraus vielleicht einen Ausbildungsberuf und auch einen Weg ins Leben dann ergibt. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Im Übrigen, am Rande bemerkt, auch die Kreisverwaltung hat wieder mitgemacht und stellen uns dort vor. Und das freut mich natürlich sehr, weil auch wir immer auf der Suche nach Nachwuchs sind. Ich wünsche dieser Veranstaltung auch in dieser neuen Form alles Gute und ich hoffe, dass Sie am Ende wieder alle mit Ihrem Ergebnis so zufrieden sind, wie das auch in den vergangenen Jahren war. Die Ausbildungsmesse in Ense Digital ist ein Kooperationsprojekt der Konrad-von-Ense-Schule, des Initiativkreises Ense und der Gemeinde Ense.